Star Wars Battlefront 2, Freunde. Es sieht so aus, wird der Story-Modus so langsam oder sicher zu Ende gehen. In der Republik scheint ein Krieg gegen das Imperium endgültig gewonnen zu haben. Naja, es fehlt noch ein wichtiger Gefangener, und zwar Admiral. Genau, Versio. Kann weder schießen noch. Okay. Das ist doch cool! Admiral, die Zeit des Imperiums ist gekommen. Geh nicht mit ihm unter. Ist das ein Rettungsversuch? Ich lehne dankend ab. Wir müssen gehen los. Rex erwartet auch von mir, dass ich gehe. Aber ich gehöre hierher. Mein Leben gehört dem Imperium. Ich habe dafür gekämpft. Was ist noch davon übrig? Du hast meine Schwäche erkannt und wurdest nicht davon verschlungen. Das hat dich stark gemacht. Deshalb wirst du mich hier zurücklassen. Du verdienst was Besseres. Nein, deshalb gehst du ohne mich von hier weg. Du verdienst dein Leben in Frieden. Geh, überlebe, lebe. Ich muss zu dir, muss überleben. Die Frage ist allerdings, wird es ihr gelingen? Droide, Verbindung aufbauen. Da, die Strecke stürzt ab. Hören Sie mich? Del? Sind Sie da? Das Ende ist nah. Das Ende von Aiden Versio. Das Ende des Imperiums. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Es ist vorbei. Ja. Es ist vorbei. Hey, aufhören! Aufhören! Der Droide sagt mir, dass er lebt. Sieht so aus. Das freut mich. Los, kommt jetzt. Das müsst ihr sehen. Irgendwie ein bisschen kitschig.
Jahrzehnte später. Also, wenn Sie mein Schiff mieten möchten, können Sie auch einfach fragen. Die Karte zu Skywalker. Du weißt, wie ich sie finden kann. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie jetzt? Ich werde gar nichts sagen. Du glaubst, das Schiff wird dich schützen, dich abschirmen. Wird es nicht. Nichts kann einen schützen vor der dunklen Seite der Macht. Und vor dem kleinen Milchbubi namens Kylo Ren. Sorry, ich muss ihn so nennen. Gut. Ja, renn nur. Renn vor mir weg. Oh, schön. Hier war dein Anfang. Die Macht der dunklen Seite. Magnet. Kylo Ren nutzt die Macht, um Gegnerwasser vom Boden anzusehen, um zu sich zu ziehen. Raserei. Kylo Ren springt wütend vor Gegner zu Gegner und attackiert diese mit seinem Lichtschwert. Die Starre. Kylo Ren lässt alle Gegner vor sich erstarren und macht sie für kurze Zeit bewegungsunfähig. Das Schön. Würde dir Mut geben. Fühlst du dich jetzt mutig? Offenbar ja. Oh. Komm her! Achso, ist bereits ein Instant Kill. Okay. Eigentlich wissen dann Jedi und Sith steuerst. Los, Integra hat die Karte zu Skywalker. Ich weiß nicht wovon sie reden. Wo ist sie jetzt? Deine Erinnerung ist so leicht zu knacken. Du wirst es mir sagen. Irgendwann. Der arme Dale. Wollen Sie eigentlich kämpfen? Nun, wir werden es abwarten müssen. Ein Hoch auf Admiral.
Nichts ist unmöglich für die dunkle Seite der Macht. Oh, er kennt sie auch, interessant. Sie war mutig genug für euch beide. Das Lichter kann überhitzen, interessant. Sie hat dich ruiniert. Toll. Du bist ein geborener Feigling. Das sagt der Richtige. Ganz so traurig darüber, dass KLOM verloren hat. Der Hinzer findet sowieso ein bisschen Arsch, aber naja. Jo. Sie war mutig genug für euch beide. Komme zuerst, gehe zuletzt. Sie hat dich ruiniert. Du bist ein geborener Feigling. Anpassen oder sterben. Aiden Versio hat dich zum Verräter gemacht. Du schon denkst, möglich? Sie hätte dich verändert. Dass eure Tochter dich verändert hätte. Warum helfen Sie mir? Der Glaube brachte dich zur Macht. Die Macht brachte dich zum alten Mann. Oh, damals war er noch jung. Also übrigens alt war er, 19 oder 20 damals. Zu Skywalker. Es war dumm, hierher zurückzukommen. So haben sie dich gefunden. Vardos. Wo deine Familie untergeht. Wo du untergehen wirst. Du irrst dich nicht. Standhalten! Die Karte. Sag es nicht.
Ja, interessanter Auftritt von Kylo Ren. Weil er mir, ich finde, nicht so viel bringt. Das waren ja die Skills von Luke eigentlich besser. So, und jetzt? Ja, nicht schlecht. Ich weiß, mir gerade ein bisschen still, ich mache mir so meine Gedanken im Hintergrund, im Hinterkopf wohl eher. Toll, von wo schießen die? Hä? Einer von rechts? Wie das? Boah, Kylo Ren's Raserei ist ein bisschen scheiße, wie ich finde. Wo deine Familie untergeht. Du untergehen wirst. Du irrst dich. Wie so oft. Ich werde standhalten. Die Karte. Ich sage es nicht. Ach ja. Einen ablocken, genau. Boom, boom, boom. Da rein und da rein und den direkt auch. Und hier wird der Kopfschuss. Dankeschön. Oh. Na, na. Bitte aufhören. Oh oh. Ich kann nicht, kann nicht, ich kann nicht. Der wird immer schwächer. Wo hat Lawson Tecker die Karte hingebracht? Bajora. Er brachte sie nach Bajora. Was ich wollte. Er gehört Ihnen. Räumen Sie hier auf. Wie geht's dir, Dell? Erspar mir die Floskeln, Hask. Wir wissen beide, wie es endet. Du wirst nicht den Held spielen. Denn du bist kein Soldat mehr. Sieh dich an, Feigling. Du hast deine Waffe eingetauscht. Wofür? Vaterschaft? Oder Frachtverkehr auf der Corvus? Weißt du, Aiden hat mich vielleicht verraten, aber du, Dell, du hast mich enttäuscht. Du hast mich enttäuscht. Wir haben uns verändert, oder?
Sieh dich an. Du warst doch immer tot. Tja, Aiden hat ja vieles geschafft, außer mich zu töten. Wie es aussieht. Hask. Gideon. Bitte. Lass sie einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Bitte. Also, das Projekt Wiederbelebung kann weitergehen wie geplant. Im Gegenteil, Glamour. Ich habe dich gewählt, weil du mal nützlich für mich warst. Wir haben alles wieder aufgebaut und der Jinata-Sicherheit das System überlassen. Und als Gegenleistung liegst du hinter dem Zeitplan und hast zugelassen, dass jemand unseren Plan entdeckt. Ein kleiner Fehler, mein Wort darauf. Meine Männer verlegen die Pelio-Operation und verdoppeln. Wir vereinfachen unsere Arbeit auf Atola. Nun, ich werde ein paar Männer zurücklassen, die das überwachen werden. Ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Kopf. Du weißt, das wird sicher locken. Davon gehe ich aus. Star Wars Battlefront 2. Ende mit einem Cliffhanger. Projekt Wiederbelebung. Und fürs Imperium, wa? Wir wissen ja, wie das läuft. Bezüglich halt der Kluft zwischen Episode 6 und Episode 7. Naja, also, ja. Natürlich frage ich, was wir davon wissen, wa? Ja, gut, Hask hat überlebt, ja, hat sie da mit diesem Kleb zusammengetan, ja, okay, Und dann sind sie ja auf Kylo Ren gestoßen, ja, und so entstand irgendwie die erste Ordnung. Vermuten wir, werden mehr erfahren, wenn wir, unterbrochen, ja, weiß auch natürlich, kein Thema. Wiederbelebung spielen, Aiden Story geht weiter, das weiß ich auch, wieso sie da hier irgendwie graue Haare hat, ist natürlich, ja, ein paar Jahre später. Gut Leute, ich würde sagen, ist ein richtiger Zeitpunkt, um hier die Folge zu beenden. Das heißt, für uns werden wir in der nächsten Folge Kampagne spielen, aber Hauptstory ist jetzt so weit vorbei, wir haben eigentlich getan, was wir wollten. Es geht also los mit der Wiederbelebung. Eine Versus-Story geht weiter, als erste Ordnung an die Macht kommt. Die Galaxis brauchen weiteres Mal die Dienste der Kommandateurin des Inferno-Trupps. Also der Text klingt eigentlich so, als würde Aiden wieder alles fixen und alles retten, aber wir wissen ja, Episode 7 und so weiter, also die erste Ordnung, die hat schon was drauf, wa? Gut, ich meine Starkiller-Basis, sorry, aber das war ein bisschen sehr übertrieben. Erstmal die Größe, dann die Feuerkraft und das alles in etwa rund 30 Jahren zusammengebaut. Wovon in ein paar Jahren noch drauf ging, um das Imperium zu zerstören. Später Krieg ging noch weiter und soll die Überreste des Imperiums Zeit gehabt haben, um das Ganze weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht so recht, Leute, ich weiß nicht so recht. Aber egal. Ich sage wieder mal vielen Dank fürs Zusehen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dann geht's los mit, ja, die Wiederbelebung und nachher mal gucken, was also alles kommt, weil die Wiederbelebung ist ja, glaube ich, wenn ich richtig erinnere, ein Gratis-DLC, was die Entwickler da zur Verfügung gestellt haben. Und man sieht es zum Platz her, rein theoretisch könnte man da nochmal so eine, ja, so eine Kachel hinpflanzen, genug Platz hätte es. Wer weiß, was noch alles kommt. Wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen.